Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Und heute wollen wir mal den heiligen Gral der Clanspielaufgaben machen. Und das ist tatsächlich diese Aufgabe. Zerstöre 125 Mal ein Mauerteil in Mehrspielerkämpfen und das gibt ganze 1000 Punkte und das kann ich sehr gut gebrauchen und dafür habe ich mir natürlich was Besonderes überlegt. Und zwar haben wir 20 Mauerbrecher. Ich werde die Zauber mal eben alle löschen. Ich meine, ich bin sowieso maxed, außer halt der König. Da fehlt ein Level, dafür brauche ich natürlich nur noch Dunkles. Wobei, eigentlich bräuchte ich hier doch noch was. Moment, ich habe, glaube ich, was übersehen. Hier, hahaha. Da fehlt mir nämlich, oh, zwei Sachen sogar noch. Okay, beziehungsweise der König und der Lavahund. Alles klar, wir sind ja noch nicht fertig. Das habe ich wohl ein bisschen übersehen. Trotzdem, das gibt 1000 Punkte und dafür habe ich 8 Erdbeben, habe 20 Mauerbrecher. Es dauert jetzt noch 5 Minuten. Warden dauert auch noch eine Minute. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich bin mal echt gespannt. Also wie viel war das nochmal? 125 mal ein Mauerteil. Ich bin sehr gespannt. Also es geht jetzt wirklich gleich, im Endeffekt geht es nur darum, wie viele Angriffe brauchen wir, bis wir das zerstört haben. Und kriege ich es vielleicht trotzdem noch hin, so gerade eben einen Stern zu holen, trotz der vielen Mauerbrecher und trotz der ganzen Erdbeben. Werden es gleich sehen. Und jetzt würde ich mal sagen, Musik bitte. Fantastic. Okay, Rathaus 12er, das kommt uns natürlich zugute und ich werde das jetzt wie folgt machen. Wir wollen natürlich mit so wenig Angriffen wie möglich das hinkriegen. So, 2, 3, 4. 4. So, 4. 1, 2, 3, 4. Machen einfach, springen einfach mal ganz in Ruhe ein bisschen was offen. So, machen ein bisschen was kaputt. So, bam. Jetzt kommt Phase Nummer 2. Du kommst da rein. Du nach da. Ich setze den jetzt mal hinterher. Komm, Warden. Geh doch bitte hinterher. Warum tust du das? Warum tut er das nicht? Warum geht er nicht in den Mauerfall hinterher? Warum? Warum folgt er ihm nicht? Ich verstehe es nicht. Warum? Es ist so, dieser Warden ist so unnütz. Ich kann ihn jetzt zünden. Es ist unglaublich. Dieser Warden ist so dermaßen unnütz. Es ist unglaublich. Er geht einfach nicht hinter dem Mauervernichter her. Dieser dumme Sack. Dieser dumme Sack. So, wir haben jetzt aber schon das meiste geholt. Das bedeutet, wir setzen jetzt mal eben die Mauerbrecher, damit wir da ein bisschen noch ein paar Mauern kriegen. So, ah, schön. Sprengt noch mal ein bisschen mehr offen. Das sieht sehr gut aus. Ja. Ich habe leider keine Supermauerbrecher. Ich werde mir, glaube ich, gleich mal welche spenden lassen. Ist halt die Frage, wer hat sie? Die Königin ist jetzt kaputt. Ja, wir können jetzt in ganz in Ruhe. Ich brauche nur noch einen davon zu setzen. Einen einzigen Elektrodrachen. Und dann haben wir es. Wir haben es schon. Warte mal. Ich gebe noch nicht auf. Ich möchte noch eben den maximalen Bonus, beziehungsweise zumindest noch einen Teil des Bonuses haben. Ja, wir werden mal sehen. 53%. Wir lassen den Elektrodrachen eben noch kaputt gehen. Ja, sagen wir mal so, es sind schon ein paar Mauerstücke kaputt gegangen. Allerdings nicht ansatzweise genug. Also ist auf jeden Fall noch, da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. So, jetzt, ja, 62%. So, 62%. Naja, ein bisschen Loot, ist mir im Endeffekt Latte. Bonus noch dabei und, jetzt gucken wir mal nach. Okay, au, 58 schon, krass. 58, das ist viel mehr als erwartet. Das kriegen wir gleich schon fertig. Wenn ich mich jetzt ein bisschen anstrenge, Wenn ich die passende Base jetzt finde, das wird auf jeden Fall funktionieren. Wir kriegen auf jeden Fall was. Also wie viele von diesen Archern brauche ich hier denn noch, ey? Zu viele, warum habe ich die überhaupt? Jetzt ist ja jetzt ein bisschen gamblen. Ich gamble jetzt quasi, dass ich das gleich schaffe. So, du kommst weg. Dafür kommt noch einer davon dazu. Ich gamble jetzt, dass ich schaffe. Ich gamble jetzt, dass wir diese restlichen Mauern bekommen. Und was wir jetzt tun werden, wir werden jetzt mal eben warten. Ich habe ja einen Trainingstrank drin. Bedeutet, dann können wir danach vielleicht schon mal so ein bisschen auf die nächste Aufgabe schielen. Hier gibt es ja noch ein paar Aufgaben, allerdings jetzt so. Sechsmal ein Wachposten. 3 Sterne, 10 Barbaren, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ansonsten, ja gut, den kann ich nicht nehmen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht wird ja dadurch, dass ich die Aufgabe gleich fertig mache, noch eine coole Aufgabe freigeschaltet. Aber das ist schon echt die geilste Aufgabe. Muss man schon sagen. Das ist schon die geilste Aufgabe in den Clan-Spielen. Dann werden wir mal sehen. Und dann bis gleich. Okay, bevor ich noch weiter suche, es ist eigentlich keine ideale Base, aber wir probieren es trotzdem einfach mal. Und zwar,
Wir haben ja drei Sachen, mit denen wir ordentlich Mauern zerstören können. Das sind zum einen natürlich jeweils die vier Erdbeben, dann noch die Mauerbrecher und dann werden wir mal sehen. 1, 2, 3, 4. Das waren jetzt nicht ganz so viele wie gedacht. 1, 2, 3, 4. Probieren wir es mal da. Probieren wir es mal da aus. So, und jetzt werde ich nicht den gleichen Fehler machen wie eben. Dieses Mal gehen wir von... Boah, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich würde aber eher sagen, ja, eher hier. Eher diese Seite jetzt hier. So, 1, 2, 3, 4. So, noch die hinterher. Die hinterher. Lauf, 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 lauf. So, 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 so. Dieses Mal habe ich den Mauervernichter direkt mal mit der Fähigkeit vom Warden versehen. Damit wir jetzt... Ja, der Scheiße, da habe ich... Oh, ich bin so abgrundtief blöd. Ich gehe auch noch ausgerechnet auf die Seite, wo es schon aufgesprengt ist. Das ist wieder so ein typischer Idioten-Move gewesen von mir. Ich muss es zugeben. Aber warte mal, wir können es doch retten. Wir setzen jetzt da schon mal zwei hin. Wir kriegen das Rathaus nicht ganz. Ist aber in Ordnung. So. Die Königin soll gleich noch in die Mitte reinlaufen. Bitte, 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 bitte. Lauf noch in die Mitte rein, Königin. Mach noch ein, zwei Mauern kaputt, bitte. Komm. Mauern. 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 Mauern, hallo. Mauern, 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 Mauern. Okay, macht sie nicht. Macht sie immer noch nicht. Macht sie immer noch nicht. Macht sie immer noch jetzt. Macht sie zumindest noch eine Mauer kaputt vielleicht. Mit etwas Glück. Ja, dann werden wir es wohl nicht schaffen. Aber wobei, warte mal. Na, leider, ja, lauf dahin, lauf dahin, lauf dahin, lauf dahin, lauf dahin, lauf da, lauf dahin, lauf alle dahin. Sprengt's da alles auf, bitte, 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 bitte. Ja, sprengt's auf. Jetzt müssen wir mal überlegen. Was macht denn mein Mauervernichter noch ein bisschen schade? Oh, die laufen alle da in die Mitte. Das ist nicht gut. So, 55%. 1, 2, 5. Da ist ein Tesla. Jetzt gucken wir mal, dass wir da noch ein bisschen was offen gesprengt bekommen. Bitte, bitte, bitte. Komm, ein paar Mauerstücke noch. Okay. Es hat nicht gereicht, glaube ich. Ich vermute mal, es hat nicht gereicht. Ach, schwierig. Ich meine, gut, klar, ich kann gleich noch einen normalen Angriff machen. Ich wollte nur gerne die Quest jetzt schon weghaben. Das ärgert mich. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Vielleicht haben wir... Oh, der Loot. Lol. Über 1 Million mal eben. Wir haben es geschafft. So, das war natürlich die Mega-Aufgabe, mein lieber Mann. Und jetzt wieder nur Scheiße. Jetzt ist hier wieder nur Mist. Ja, jetzt so, ja genau. 150 mal ein Mauerteil im Duell. Komm, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Was wäre das hier gewesen? 75 mal ein Mauerteil. Muss man überlegen. 75 mal und wir hatten gerade, wie viel hatten wir gerade? 125 mal für 1000 Punkte. Das hat sich so richtig gelohnt. Aber in Ordnung. Dann mache ich das halt so. Ganz schnell. Passt mal auf, wie schnell das jetzt geht. Wir wollen ja nur die Punkte haben. Ist mir egal, was jetzt noch passiert. So. Ne, boah, das ist auch Mist. Wir machen das. Wir müssen es schon ein bisschen taktisch angehen. Das Ganze so ganz einfach funktioniert das nicht. Wir müssen die schon so ein bisschen vorschicken. Wir müssen da schon so ein bisschen taktisch klug vorgehen. So. Oh, das müsste, glaube ich, passen. So. Was wir jetzt tun werden. 1, 2, 3. Hier hinterher. So. Da noch einen drauf. So. 3. Kampfmaschine ein bisschen weiter hinterher. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Die Mauervernichter oder beziehungsweise die Bomber hier sind noch nicht ansatzweise irgendwo in Gefahr. Das sieht schon mal ganz gut aus. Können noch ein bisschen was kaputt machen. Ja, so, die Kampfmaschine lebt noch. Jetzt geht die eine Kanonenkarre schon mal auf den Brutzler drauf. Der Brutzler ist jetzt gleich kaputt. So, jetzt wird's interessant. Ich glaube, wir kriegen sogar den zweiten Stern hin. Ja, das kriegen wir hin. Das schaffen wir, glaube ich. So, das sieht gut aus. Ja, 49? 49? Ah, der hat uns, glaube ich, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, aber ist egal. Wie viele Mauerstücke waren das jetzt? Es müssten ja schon einige gewesen sein. Auf 63, ernsthaft? Das waren 63 Mauerstücke? Boah. Das waren 63 Mauerstücke. Mein lieber Mann. Alter Schwede, das waren 63 Mauerstücke. Jetzt muss ich mal eben gucken. Hallo, beeil dich. Dieses Dorf, ne? Dieses Dorf. Man wartet und wartet. Ja klar, wieder ein Schleichschützen-Mongo. Natürlich. Natürlich, klar, er will jetzt wahrscheinlich noch, dass sich die Meisterhütte schnappen ist. Na, Leute, komm. Hau rein. Na, noch länger bitte warten. 1 Minute 16. Das könnte so einfach sein.
Und da fliegen sie jetzt durcheinander, beziehungsweise durch die Gegend. Er hat noch 21 Stück. Das, was jetzt echt ein Problem wird jetzt für ihn, ist im Endeffekt eigentlich nur noch die Zeit. Das ist das Einzige, was noch der Knackpunkt ist für ihn. Jetzt setzt er sie natürlich alle hinterher, jetzt will er es wissen. So, sie verbrennen so ein kleines Stückchen. Ja, das reicht nicht. Oh, es reicht, jetzt reicht es, jetzt hat er es. Jetzt kannst du weiter, aber gib auf, ich will spielen. Ich will doch nur spielen, ich will doch nur weitermachen. Ich muss noch ein bisschen was zerstören. Auch wenn die Aufgabe nicht ansatzweise so viel bringt, wie eigentlich gedacht, beziehungsweise wie sie eigentlich verdient hätte. Oh, die gibt auch nochmal 500. Komm, ich muss die Aufgabe machen, du Sack. Mach hinne, komm. Mein Gott, mach doch hinne, Junge, jetzt. Ey, der... Oh, das ist... Mein, so ein Affe, wirklich. Ja, der gute Tiebreaker, den sie eingeführt haben, ne? Damit du die gleiche Zeit hast, beziehungsweise bei gleicher Zeit, dass derjenige... nicht bei gleicher Zeit. Dass bei gleichen Prozenten die geringere Zeit dann gewinnt, die du gebraucht hast. Ja, davon hat er noch nie was gehört. Er schlachtet es bis hinten gegen... Ach, komm! Ja, dankeschön. Mann, jetzt werde ich jetzt... Jetzt reicht's mir auch. Jetzt gehen wir wirklich mal nur auf die Mauerstücke, denn sonst kommen wir hier zu gar nichts mehr. So. Oh, das sieht aber gut aus. So, 1, 2, 3. Wir werden jetzt natürlich die so setzen, dass unsere kleinen Bomber schön im Radius hinten. Lauf. Nicht in der Lava stehen bleiben, Leute. Nicht in der Lava stehen bleiben. Genau. Bisschen was kaputt machen. Genau. Macht's ein paar Mauern kaputt, Leute. Und dann bin ich doch zufrieden. Damit wir die Aufgabe fertig kriegen. Weil ich meine, wenn die an der Seite noch die Mauern kaputt machen, dann könnten wir vielleicht noch was hinkriegen. Die Prozente sind jetzt erstmal vollkommen egal. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt irgendwie großartig was holen werden. Wäre natürlich geil, wenn die Kampfmaschine das noch ein bisschen überleben würde, damit unsere kleinen Bomber da außen noch was wegmachen können. Ja. Oh doch, guck mal da. Nein, die sind durch die Gegend geflogen. Aber die Kampfmaschine lebt noch. Und solange sie noch lebt, tankt sie noch für unsere Bomber. Und das ist genau das, was wir wollen. Ja, sie kriegen sogar noch eine Mauer hin. Ja, das passt auch noch. Komm, eine noch. Eine noch. Eine noch. Ja, auch noch. Das musst du jetzt mal reichen. Das musst du jetzt wirklich mal reichen. Klar, der Gegner greift natürlich noch an. Ist logisch. Ja, wir haben es. Okay, jetzt ganz schnell. Jetzt ganz schnell. Komm, wo ist sie? Wo ist sie? Na, 500 LOL, was ist das hier? Er beutet 12.500 dunkles LOL. Das ist ja geschenkt. Das ist ja noch besser als die Nachtdorf-Aufgabe. Ja, manchmal muss man schnell sein. LOL, wir haben sogar gewonnen. Dann können wir noch einen machen. Haben wir denn alles? Alles ready. Ja, dann haben wir endlich mal. Wir haben ja endlich mal eine gescheite Armee jetzt. Da kann ich ja mal richtig was suchen. Na, was richtig Gutes können wir jetzt raussuchen. Irgendwas, was sich lohnt. 12.500 werde ich natürlich mit einem Angriff niemals hinbekommen. In Titan 1 muss ich auch sagen, sucht man aktuell ein bisschen länger, weil wir Clanspieler haben. Das ist dann immer so, dass dann die Gegnersuche immer ein bisschen länger dauert. Na gut, kurzer Cut und. Bis gleich. Den kriegen wir. Hätten wir schon mal 7.400. Das wäre natürlich schon mal ein sehr guter Anfang dafür. Warte mal. Ich habe eine gemischte Taktik. Das ist aber kein Problem. Wo hat er die? Der hat keine Katapulte. Oh, der hat keine. Ich sehe keine Katapulte hier. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir ja von dieser unteren Seite reingehen. Dreimal Single Inferno. Nicht cool. Gar nicht cool. Kollege, das ist wirklich gar nicht cool. So. Da offen gesprengt. Ja. So, wir räumen schon mal ein bisschen auf. Und das Geilste ist, ich kann jetzt schon mal eben den Warden zünden. So. Oh, der ist schon offen gegangen, lol. Der Mauervernichter macht uns aber jetzt gar nichts. Klarenburg scheint da nichts drin zu haben. Das sieht doch echt ganz gut aus. Wenn die Adler dafür jetzt noch fallen würde. Das wäre natürlich noch besser. Au, guck mal, die Superbogie. Schießt jetzt noch schön auf die Adler-Dev drauf. Komm. Nicht schießen. Oh, sie hat nicht mehr geschossen. Perfekt. König kann nicht zünden. Königin kümmert sich jetzt mal eben ums Rathaus. So, erster Stern ist weg. Wir müssen ein bisschen aufs Dunkle achten, ich weiß. Da drauf. Ist die Frage, was jetzt... Oh, das Dunkle ist... Okay, ein bisschen von dem Dunklen schon mal weg. Perfekt. Da ist noch ein Bohrer. Den will ich noch haben. Und der andere Bohrer ist gerade kaputt gegangen. Wir gehen jetzt nicht unbedingt auf die drei Sterne drauf. Warte mal, wo ist noch ein Feger? Feger sehe ich jetzt keinen mehr. Perfekt. So. Ich habe auch noch kaum Zauber benutzt. Ist auch gar nicht mal so richtig. Oh, da sind sie noch. Die Super Archer. Jetzt passt mal auf.
Schieß noch ein bisschen da durch. Ja, kümmere dich noch um den Turm. Komm, 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 der Bogenturm muss weg. Ah, die sind doch ganz gut, muss ich sagen. Die gefallen mir doch ganz gut auf jeden Fall. So. Ja, haben wir nochmal eine Falle gefressen. Leider, leider. Boah, wenn ich jetzt alle Zauber mal ein bisschen besser gesetzt hätte, hätten wir sogar 3 Sterne hingekriegt. Soll nicht heißen, dass es nicht noch möglich ist. Ich glaube, es ist sogar noch möglich. Aber der eine Inferno-Turm, der ist noch... der ist weg. Der ist weg. Na gut, dann wären es 3 Sterne. Das ist ja auch nicht schlecht. 17 Pokale. Und vor allem jetzt schon mal ein bisschen dunkles. Ach komm, dann holen wir uns das andere auch noch. Ich habe Bock noch aufzunehmen. 7400 kriegen wir hin, auf jeden Fall den Rest noch zu holen, oder? Boah, das wird aber knapp. Es wird knapp, aber es ist nicht unmöglich. Sagen wir es mal so. Es ist nicht unmöglich. Wir werden es auf jeden Fall probieren. So, das passt auch. Haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. Ich habe übrigens die Saisonbank fertig. Die Saisonbank ist voll. Das bedeutet, wir können bald auf jeden Fall den Rest machen. Und zwar noch den, die letzte Truppe und noch den König. Und dann sind wir fertig. Dann sind wir fertig. Ich fordere mal eben schon mal an. Nein, nein, ich fordere nicht an. Wir warten mal eben noch ab. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, 8000 Dunkles, 8198. Und guck mal, es ist ganz da außen, beziehungsweise relativ weit außen. Das müssten wir eigentlich hinbekommen. Zeppelin, Zeppelin. Nein, ich habe keinen Zeppelin. Das wäre natürlich super gewesen hier. Boah, hier wäre ein Zeppelin absolut großartig gewesen. Dann machen wir das ein bisschen anders. Dann räumen wir da schon mal ein bisschen auf. So, warte. Dicht dahinterher. Bisschen zum Aufräumen. So, ist kaputt. König hinterher. Bom. 1, 2. So, jetzt räumen wir da schon mal echt ordentlich auf. Gucken wir einfach mal. Oh, da können wir gleich richtig viel... Warte. So, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. König kann ich schon mal zünden. Und jetzt... Oh, er ist noch im Radius. Schön da bleiben. Komm. Ein bisschen kriegen wir noch. Komm, hol den noch. Hol dir noch eben das Katapult. Ja, das Katapult ist weg. Perfekt. So, jetzt kümmern wir uns eben um die Bogies. Kümmern uns dann nochmal eben um den Elektrodrachen. Ich kann die Gladi noch zünden. Die ist gezündet. Ja, hat sich auch ein bisschen was gekümmert. Und so werden wir wahrscheinlich... Ja, diesmal mache ich nicht den... Nein, Königin, lauf doch rein. Nein. Ja, läuft sie noch rein in den Zauber oder nicht? Läuft sie ja noch rein? Nein, sie läuft nicht mehr rein. Doch, sie läuft noch rein. Perfekt. So. Wird es gleich Ja, okay, der Freeze war blöd. Den hätte ich mir schenken können. So, jetzt fliegen die alle dahin. Kümmern sich mal eben darum. Und wir haben jetzt noch 1500 Dunkles übrig. Ich will noch das Rathaus haben. Denn da ist ja wahrscheinlich auch noch was drin an Dunklem. So, nicht ganz so viel, aber es reicht noch. Wo ist denn noch was? Da ist noch ein Bohrer. Da ist noch ein Bohrer, den kriegen wir aber nicht mehr. Egal, 70% ist in Ordnung und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. So, Moment. Weiter. Oh, wenn der jetzt noch einmal schießen würde, dann könnten wir es viel... der kommt nicht mehr so weit. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was haben wir denn gekriegt? 7000, oh Gott, das reicht glaube ich nicht ganz, oder? Oh, yes, wir haben es, okay. Wieder haben wir es geschafft. Und es sind weitere 500 Punkte. Das sieht doch sehr gut aus. Ich bin ja schon fast fertig. Haben wir noch eine? 8 Stunden, erziele 3 Sterne. Ja, das sind die nächsten Punkte. Aber das mache ich dann später. Und dann sehen wir uns morgen wieder in einer neuen Episode. Schaltet wieder ein. Und dann würde ich sagen, guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal, gebt gerne den Creator-Code MBF ein. Und dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss.